Heute gegen 7.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall hier auf der AS18 zwischen Pusruck und Weiher. Eine 19-Jährige aus dem Gemeindebereich Hirschau war mit ihrem kleinen Pkw unterwegs und kam bei der leicht abschüssigen Fahrbahn vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab, hat dann gegengelenkt und ist dann frontal in die Leitplanken eingeschlagen. Die Fahrerin wurde dabei schwerst verletzt und musste durch die vertretenen Feuerwehren geborgen werden. Dazu musste auch Rettungsspreizer und Schere verwendet werden. Die junge Fahranfängerin musste noch vor Ort reanimiert werden durch die Notärzte und wurde schwerst verletzt ins Klinikum Amberg eingeliefert. Am Fahrzeug selber entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, genauso wie an den Leitplanken. Es waren ca. 40 bis 50 Feuerwehrleute vor Ort. Freudenberg, Hirschau, Schneitenbach, Amersricht, Pulsruck, Weiher, First Responder, Freudenberg, Notarzt, BRK und ca. 40 bis 50 Feuerwehrleute, die da hervorragende Arbeit geleistet haben bei der Bergung.